Meutern je. Viel Erfolg. Neunzehnte Mal. Ja, für mich ist das heuer das 19. Mal Tag des Bieres am Münchner Bierbrunnen mit 1000 Liter Freibier von der Münchner Brauerei. Und wir haben wieder ein wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Ist halt doch Bayern und Bier gehört zusammen und das merkt man, dass da schön Wetter ist, weiß-blau. Einmal habe ich es erlebt, dass es so kalt war und Schneeregen, dass wir die 1000 Liter Freibier nicht weggekriegt haben. Aber da habe ich heute keine Sorge, dass es nicht weggeht, sondern ich glaube eher, dass es heute sehr schnell weg ist. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Bierbrunnen? Der ist ja eigentlich das ganze Jahr nur ein Brunnen und dann heute auf morgen Wunder der Technik? Ja, der Bierbrunnen, der wurde zur 800-Jahr-Feier der Stadt München vom Bayerischen Brauerbund der Stadt gestiftet. Und seitdem ist er ein städtischer Wasserbrunnen das ganze Jahr. Aber er hat eben diese Doppelfunktion. Man kann die Wasserfontäne abnehmen und Bierhähne oben drauf setzen in alle Richtungen. Und da ist ein unterirdischer Python, sagt man da, eine gekühlte Bierleitung bis zum Hahn. Die geht bei uns in den Keller runter. Und im Keller unten haben wir dann Kühler und eine Reihenschaltung mit Fässern. Und da können wir alle Fässer auf einmal hinhängen, dass man nicht umzapfen muss. Das heißt, das Bier läuft, bis es aus ist, kontinuierlich hier aus. Ja, servus. Ja, ich bin heute unterwegs hier als Kölner auf Münchner Freibier. Oder weil die Freibierlädchen, weißt du schon. Und die sind immer da. Das ist ein nettes Fest, die Sonne ist schön, Wetter, klasse. Das Bier schmeckt super. Bayerisches Bier, super. Freut euch. Reinsten Wasser. Wir's beste Bier der Welt und Einheit, die ist Gesetz und es gibt's ja nur hier. Bring's mal, es wurde echt der süffige, schmackige, herrliche, bayerische Bier. Ja, nur es wurde echt der süffige, schmackige, herrliche, bayerische Bier.